Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plants vs. Zombies Garden 2. Die geplant allerletzte Folge. Und ja, heute zeige ich euch mal einen XP-Glitch, den ich verwendet habe, um ziemlich weit nach oben zu kommen. Und ja, der Glitch ist eigentlich ziemlich einfach. Übrigens, ich mache das gerade nur mit einem zweiten Account, also nicht wundern. Manchmal kommt ihr auch mit in die Basis, die müsst ihr dann einfach nur töten. Ja gut, was ihr machen müsst, ist die Flagge hochmachen als Zombie, der Glitch geht nur als Zombie. Und euer Freund muss eine Rosie sein. Also drei Leute können den Glitch haben in einer Lobby. Geht nur im Hinterhof leider. Und ja. Ihr seht oben, es wird eingenommen und dann kurz vorm Einnehmen eure Zombie-Kollegen ja eben zur Ziege machen. Und ja, dann ihr wisst ja bestimmt, dass dort dann mehr kommt, also mehr Schaden und so ist. Und ja, das klitscht man sich so mit raus. Also ich habe immer noch den overpowerten Schaden von Flagge der Macht, aber ich krieg trotzdem noch die normale XP. Und ja, so. Oh, denkt ihr euch, ja, was ist daran ein XP-Glitch? Ja, geht doch mal einfach in die Basis und ballert einfach nur auf hier solche Typen. Und das macht ihr 2-3 Stunden und dann seid ihr eigentlich schon echt hoch. Ich zeig euch das mal jetzt mit Level 2, ich bin nicht mal so eingeübt und habe nur eh mal eins. Also deshalb wird es ein bisschen länger dauern. Also mit mal 2 hat man früher und jetzt richtig viel einfach nur farmen. Selbst die Superbohnen sind kein Problem mehr. Die macht er einfach easy weg. Ja, und aufpassen, dass nicht eingefroren wird, weil wenn es stirbt, ist der Glitch nämlich weg. Ja, ich mach das jetzt bloß noch mit denen auf Level 3 bringen, damit ihr das seht. So. Also, auch gegen Spieler ist das sehr effektiv. Ja, das war's mit diesem Video. Und ciao.